Tag. Ja. Mike Jakob von Bank DFX. Hervor der Ziege, richtig? Der ist am Telefon. Mike Jakob hier, wie geht es Ihnen? Ja, soweit so gut. Und Ihnen, wie ist das Wertewohlbefinden? Freut mich, dass Ihnen gut geht. Ja, mir geht's auch gut. Das Danke. Freut mich. Mich freut es, dass es Sie freut, dass es mir gut geht, im Prinzip. Es freut mich auch, dass es mir gut geht, ne? Ja, ja, wen sollte da sonst freuen, nicht wahr? Ja, natürlich. Natürlich. So, wie war dein Tag heute? Ach ja, Dialyse halt, nichts Spannendes. Okay. Und bei ich Ihnen? Weiß, Herr Vorderziege, ich weiß, dass Sie ein YouTube-Channel haben. Ja. Darf ich nur wissen, wie heißt diesen YouTube-Channel von Ihnen? Willst du abonnieren? Richtig. Ja, ich gebe dir mal, ich habe auch eine Webseite. Kannst du mal eben aufmachen? Okay. Das ist www. Warten Sie, www. Kann ich buchstabieren oder verstehst du das nicht? Nein, ich verstehe einfach. Ja, Kaufmann, Emil Kaufmann. Sie sind aber schlau, ne? Ja, so natürlich. Darf ich Ihnen unsere Webseite buchstabieren? Buchstabieren bitte. Nee, ich buchstabiere dir gerade meine, die sollst du dir angucken. Nee, Sie müssen erstens uns, unsere Plattform gucken. Na, hab ich doch alles auf Video. Auf Video? Da brauche ich doch nicht mehr Darf angucken. Darf ich nur wissen, wie heißt Ihre Kanal? Ja, das zeige ich Ihnen ja. Da machen Sie mal die Internetseite auf. Das ist Kaufmann, Emil Kaufmann. Schauen Sie. Natürlich, ich bin in diesem Branche seit 6 Jahren. Ne? So lange verarschst du schon die Leute? Nein, ich verarsche keine Leute. Na doch. Hier, sondern wir sind seit 6 Jahren hier. Ich weiß, was der Kunde von uns will. Ich weiß auch, was ich von der Kunde will. Ne? Ja, das Geld. Verstehen Sie? Das Geld, es ist nicht immer das Geld, sondern es ist auch Vertrauen, ne? Ja, euch kann man ja nicht vertrauen. Ist doch weltbekannt. Woher wissen Sie? Ne, ich habe ungefähr 3 Stunden Tonmaterial von eurer Firma. Von unserem Unternehmer? Ja, ich ungefähr 3 Stunden okay, Videomaterial. Okay, wann kommt das nächste Video von Ihnen? Oh, das ist eigentlich im Moment fast jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Gestern hab ich nachgeschaut, es war kein Video. Na, ich dachte, Sie wissen nicht, wie mein Kanal heißt. Ja, natürlich weiß ich doch. Wie heißt der denn? Ich weiß, wo Sie wohnen. Ich weiß, was Sie essen. Ja, wie heißt denn mein Kanal? Ihre Kanal. Ja. Okay. Ganz kurz. Bleiben Sie kurz in der Leitung, ja? Das ist ja mal wieder ein spannender Anruf zur Abwechslung. Hallo Junge, bist du noch dran? Sonst lege ich jetzt auf. Ich habe noch Betrüger zu verarschen, verstehst du? Brack! So, vor der Ziege. Da ist er ja oder wieder. Vor der Kuh. Das dürfen Sie sich aussuchen. Oder noch? Also ich glaube, so einer wie du steht lieber hinter der Ziege. Von daher kannst du dir den Namen aussuchen. Ja, Sie sind aber schlau, ne? Ja, natürlich. Sie sind aber schlau. Folgendes, Telefonanzeige heißt Ihren Kanal, ne? Telefonanzeige? Telefonzeige, Anzeige, sowas. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt gucken Sie Weiß bitte. Ich doch. Sehen jetzt, Sie. Jetzt gucken Sie mal bitte auf meine Internetseite. Das würde mir sehr viel bedeuten. Habe ich schon gesehen. Nee, ich meine ja nicht den Kanal. Ich habe ja auch noch eine Internetseite. Internetseite. Ja. Wir kennen schon diese Internetseite, was Sie meinen. Welche denn? Diese Kari Kaufmann, Ida und so weiter, ne? Nee, nichts mit Ida. Oh.
Kaufmann Emil, Kaufmann Malta Anton. Gagmann, ne? Und ja. Was kommt da? Naja, da sehen Sie ja im Prinzip die Zukunft. Die Zukunft von Ihnen, ne? Ja, natürlich. Sie waren früher auch Soldat, ne? Wie ich gehört habe. Ja, ja, das Ritterkreuz hängt an der Wand. Eineinhalb Stunden habe ich euren Typen da die ganze Firma ja verarscht. Und ihr ruft hier tatsächlich... Natürlich, das war der gleiche von dir. Nein. Du hast hier wirklich die Eier nochmal anzurufen, habe ich euch nicht schon genug blamiert? Ich habe die Eier. Genau. Natürlich, ich habe die Eier, weil wenn einer von unseren Kunden uns verarscht, dann müssen wir auch unsere Kunden verarschen, ne? Ja, du verarschst mich ja nicht. Doch. Nee. Du lieferst gerade neues Material für den Kanal. Das ist das Einzige, was du machst. Warten Sie ganz kurz, bitte. Nee, ich warte jetzt nicht nochmal. Sehen Sie da unten, wo Sie wohnen? Weil wo ich denn? Weiß, schauen Sie, vor der Tür ist ein roter Kombi. Ne? Vor der Tür. Schauen Sie im Fenster, in diese Kombi, ich bin da. Das ist großartig. Gehen Sie beim Fenster? Soll ich Ihnen ein Stück Kuchen rausbringen? Nein, nein. Kuchen brauche ich von Ihnen nicht. Warum nicht? Weil wir haben alles hier. Ich habe auch ein Jagdgewehr. Ich habe auch ein Jagdgewehr oder eine Schrotflinte. Und außerdem hört man genau, dass du in deinem Callcenter sitzt und nicht in irgendeinem Auto. Ihr müsst euch mal bessere Headsets kaufen, dann hört man die Umgebungsgeräusche nicht so raus. Warten Sie. Ich komme bei dir in Klingel. Ich klinge jetzt bei Ihnen. Ja, kommen Sie mal klingeln, bitte. Sind Sie denn vorher schon mal in Baden-Baden gewesen? In Baden-Baden? Sie wohnen doch nicht in Baden-Baden. Wo wohne ich denn? Warten Sie ganz kurz bitte. Augenblick. Geh mal seine Tür und kling einfach. Oh, jetzt kommt die Mafia. Nun komm schon. Warum sind Sie aufgestanden? Was wollen Sie da beim Fenster? Warum schauen Sie draußen? Na, ich warte auf Pizza. Ich sehe doch Sie. Ich warte auf die Pizza. Warum? Haben Sie Angst? Nee, ich muss ja aber zielen, weil so ein Scharfschützengewehr, das ist ja auf 500 Meter eingestellt. Für den Nahkampf nehme ich ja die Schrotflinte. 500, warum haben Sie Angst? Warum schauen Sie im Fenster? Ich sehe doch Sie. Ich sitze auf meinem Stuhl und schaukel mir die Eier. Du kriegst mir keine Paranoia eingeredet. Ich bin nicht Mimon Baraka. Schauen Sie die Eier einfach, ne? Ja, ja. Stecken Sie auch was rein oder einfach die Eier anschauen? Ja, das ist tagesformabhängig. Jetzt ist die Frage, wenn wir Sie jetzt schon gerade dran haben, wollen Sie ein Interview führen, so ganz offiziell? Wir können schon das machen. Ja, dann würde ich Ihnen mal meinen Pressesprecher geben. Okay. Ja, einen Moment bitte. Der ist bereit dazu. Hallo, mit wem spreche ich? Hallo? Bastard! Was ein Frosch, ey! Diese Typen! Ja, liebe Freunde, das war ja ein Erlebnis, diese Typen, dass die wirklich die Nerven haben, mich nochmal anzurufen. Wenn ihr euch wundert, wie die auf die Idee kommen, ich habe ein Video, das geht, glaube ich, knapp 1,5 Stunden, da erzählt Herr Maulwurf dem dümmsten von den Typen, er wäre im Zweiten und Ersten Weltkrieg mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet worden und erzählt da seine Kriegsgeschichten und wie er Panzer geknackt und Flugzeuge abgeschossen hat und was weiß ich nicht alles und lockt den Betrüger dann auf irgendeine Schock-Webseite und am Ende beschimpfen wir uns alle ganz wüst gegenseitig. Das kann ich hier auf YouTube so leider nicht hochladen, das würde wahrscheinlich nicht gut ausgehen für den Kanal. Wer das Ding trotzdem hören möchte und noch andere exklusive Dinge, die gibt's auf Patreon. Und ich gehe jetzt nochmal gucken, ob die nicht doch vor meiner Tür stehen. Damian Kalashnikova! Bis nachher, Freunde!